mit Produkten aus der Region für die Region. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei Jeanne kocht. Jetzt gibt es wieder die feinen, frischen Kohlrabi. Die habe ich roh Schamper gern oder auch als Salat. Jetzt habe ich aber noch etwas herausgefunden, das auch super fein ist. Frittierte Kohlrabenstängeli. Die Frühlingssorte von dem weissen Kohlrabi hat einen aufrechten Wuchs und ist besonders zart. Der Roland Moser von Obfelden hat die Pflänzchen Anfang März ins Freiland gesetzt und dann noch mit einem Vlies abgedeckt. Zwischendrin zweimal den Boden gehackt und jetzt frisch geerntet. Pro Person nehme ich einen kleineren Kohlrabi. Die Eier liefert Patrick Wandler von Gunzmau. Das Zopfmehl kommt vom Guido Wicki aus Schüpfen. Und dann brauche ich noch Rapsöl, Paniermehl und ein bisschen Chili. Die Kohlrabi habe ich schon geschält, schneide Scheiben und mache Stängel daraus. Die tue ich jetzt im Wasser oder im Dampf knapp weich garen. Den Chili schneide ich feine Rädchen. Wer es nicht so scharf will, tut einfach die Kernchen weg. Im ersten Teller habe ich das Mehl parat gemacht. Im zweiten Teller verklopfe ich mit einer Gabel das Ei. Und im dritten Teller mische ich das Paniermehl mit dem fein geschnittenen Chili. Wenn die Stängel abgekühlt sind, tue ich das zuerst im Mehl, dann im Ei und am Schluss im Paniermehl drehen. In einer kleinen Pfanne habe ich das Rapsöl heiß gemacht. Darin tue ich die Stängel frittieren. Wenn es goldig wird, nehme ich es raus und tue es auf einem Küchenpapier abtropfen. Die Stängel kann man zum Beispiel in einem Glas servieren. Die passen zu einem Apero, als Gemüsebeilage oder einfach so für die Lust zwischendurch. Und dann noch etwas. Super gut ist das mit der Mayonnaise. Aber natürlich selber gemacht. Bis zum nächsten Mal. Jeanette kocht. Mit Produkten aus der Region für die Region.